Ja, komm, ihr wollt die Pakete sehen. Komm, dann schauen wir in die Pakete rein, ja? Dickes Pack-Opening, 3 Pakete machen wir jetzt auf. Ich freue mich sehr drauf. Komm, wir starten. Wir starten. Was wollt ihr zuerst? Warte mal, ich hole erstmal alles hin. So, okay, also wir haben hier einmal ein Paket von Farfetch, Leute. Jeder, der die Farfetch kennt, der weiß, da ist was Designer-Klamotten-mäßiges dahinter. Habe ich mir bestellt, freue ich mich auch schon drauf. Dann Paket Nummer 2. Hier müsste das Fortnite-Balenciaga-Paket drin sein, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest, wenn man dem Schreiben darauf traut. Aber wie gesagt, ich zeige euch auch nur die Rückseite davon. Und Leute, dann hier noch Jordans, könnt ihr schon sehen. Was wollt ihr zuerst sehen? Sollen wir mit den... Wir starten mit den Sneakern. Wir fangen mit den Sneakern an. Das habe ich jetzt gerade noch in der Hand hier. Schuhe als erstes. Ja, ist ja gut. Ihr wollt die Chase sehen. Chase on my feet, Leute. Leute, und zwar Kuss geht raus an D-Crails, an meinen Sneaker-Shopper, an Dorian, wenn du das hier siehst. Kuss geht raus, Digga, der mir immer meine Sneaker holt. Elif, dankeschön für deinen Sub. Der schickt mir immer Schuhe, wo er denkt, dass ich die gut finde und ich sage dann einfach nur ja, nein, dann schickt er mir die. Und das müssten blaue Sneaker sein, wenn mich nicht alles täuscht. Bam! So, man kann hier sehen, das sind Jordan 1er. Sind schöne Sneaker. Ich finde die Farbe cool, passend zu dem Lambo. Ne? Deswegen habe ich die deswegen habe ich die genommen. Ein bisschen die Sneaker mit dem Lambo matchen, solange man den noch hat, zumindest den Lambo. Sind geil, oder? Wie findet ihr? Sehen fresh aus? Soll ich die mal, ich kann die mal kurz anziehen, aber ich habe halt gerade so chillige Jogginghosen an. Ne? Wird jetzt nicht gut aussehen, aber ich kann mal anziehen. Was sagt ihr, Leute, oder? Also eins in den Chat, wenn ihr die gut findet. Werde ich auf jeden Fall anziehen. Gefallen mir von den... Ich bin ja eh so jemand. Ich liebe ja die Farbe Blau. Also ich finde, Blau ist wirklich meine Lieblingsfarbe. Feiere ich sehr. Auch hier wieder Babyblau. iPhone 13 habe ich mir auch Babyblau bestellt. Feiere ich. Doch, werden sind cool. Gefallen mir. Muss mal gucken, wie die genau heißen. Dann kann ich euch mal sagen, wenn ihr die auch haben wollt. Air Jordan 1 Low, White DK, Powder Blue Obsidian. Powder Blue Obsidian. So, hier könnt ihr sehen, wem die gefallen. Sind bestimmt auch als High, glaube ich, cool. Preis, ich weiß es nicht genau. Da mein Sneaker-Shopper, der holt mir die eigentlich immer zum Einkaufspreis. Ich weiß nicht, wie die gehandelt werden. Ich kann da echt nicht mitreden. Was habe ich dafür gezahlt? 200 oder so? Vielleicht ein bisschen über Einkaufspreis. Kann aber auch sein, dass die im Internet teurer sind. Keine Ahnung. High sind die Shit. Nee, echt? Findest du High die schlecht? Also ich bin ja Jordan-Sammler. Ich habe ja wirklich richtig viele Jordans mittlerweile in allen möglichen Farben. Ich habe mehr Highs als Lows, weil ich finde oft High finde ich cooler. Da fallen die Hosen so cooler, wenn die Sneaker so ein bisschen höher sind. Aber ein paar will ich halt auch Low haben. Ne? Also jetzt hier so eine schöne Hose drauf, dass sie hier so ein bisschen drüber fällt, so als Low. Glaube ich schon cool. Gefällt mir. Dann, wir machen weiter. Komm, machen wir als nächstes das Fortnite-Paket. Da bin ich nämlich auch mal gespannt auf das Balenciaga-Shirt. Ey Leute, überlegt euch das mal. Wer hätte das gedacht? Dass es eine Kollabo gibt zwischen Fortnite und Balenciaga. Hätte ich, FN ist Müll, ja Bro, ich feiere Fortnite auch nicht mehr so krass, aber die Kooperation ist trotzdem krass. Ne, man muss ja auch nicht disrespecten, man kann ja auch mal sagen, wenn was krass ist. Wir machen weiter, ich hole das Ding mal raus hier. Oh, nochmal verpackt. Oh nein, scheiße, ich habe die Box auf das iPad geworfen. Habe ich es jetzt kaputt gemacht oder was? Digga, F. Hört auf, F zu schreiben. Das iPad ist nicht kaputt. Hört auf, F zu schreiben. Es lebt. Seht ihr, es lebt noch. Es geht wieder. Es geht wieder. Es lebt. Okay. Okay, es geht wieder. Wir machen weiter. Balenciaga, Leute. Ihr seht schon. Balenciaga und Fortnite Corporation. So, haben wir uns natürlich auch gekoppt, Leute. An sich muss ich ehrlich sagen, das Shirt an sich erstmal nicht mega krass vom Design her, ne? Steht halt Fortnite drauf, steht halt Balenciaga drauf. Ich habe es mir halt so ein bisschen gegönnt, um ein bisschen Fortnite zu supporten, Leute, weil ich natürlich auch Fortnite sehr viel zu verdanken habe, ne? Deswegen dachte ich mir, gönnst du dir das? Und die Kollabo ist ja auch cool, ne? Ist ja auch cool. Und man muss auch sagen, was ich halt auch krass finde, das nicht gedruckt. Also das ist wirklich gestickt, ne? Das ist schon High Quality, ne? Wie ihr hier sehen könnt, schön gestickt alles. Dann hier Backprint. Backprint, muss ich ehrlich sagen, finde ich sehr geil. Und ich hoffe wirklich, dass dieses Shirt den Balenciaga-Schnitt hat. Also ich hoffe nicht, dass Balenciaga da irgendwie so ein bisschen billiger gemacht hat, weil es Kollabo ist. Ich glaube aber nicht, es hat irgendwie auch 400 Euro, es hat glaube ich 450 Euro gekostet. Und das müsste dann eigentlich schon wirklich so gute Qualität haben. Soll ich es mal anziehen? Komm, ich zieh's mal an. Ich zieh's mal an, Live-Chat. Ich werde es mal anziehen. Boah, Leute. Leute, ich sag euch ehrlich, das ist voll geil. Das hat einen richtig guten Schnitt, das Shirt. Boah,
Ey, man sieht voll breit aus mit dem Shirt, weil das hat so einen Schnitt, wo man so richtig breit aussieht. Backprint sieht auch krass aus. Wobei, ist ja kein Print, das ist ja auch, also hinten ist auch gestickt. Das ist schon wirklich gute Qualität. Kragen cool, genau, Kragen schön eng, finde ich auch sehr cool. Ich lese ja auch gerade im Chat, ihr Plan von Mode, Leute. Ärmel schön weit geschnitten, sehr gut geschnittene Ärmel. Also ich muss sagen, Shirt, also Schnitt, 10 von 10, wirklich 10 von 10, Stoff auch schön dick. 10 von 10 ist halt natürlich, ob man das jetzt feiert, dass hier so dick Fortnite draufsteht, muss ich sagen, rein vom Design her. Nicht so mega krass, ne? Habe ich jetzt geholt, weil ich Fortnite feier so. Aber an sich wirklich krass Ding. Krass, also ist cool. Muss man sagen, schöne Kollabo von Fortnite Balenciaga. Ist eine coole Sache auf jeden. Ich glaube, ich lasse das Shirt auch an. Sagen wir 8,5 von 10 Punkte. Schnitt an sich 10 von 10. Qualität 10 von 10. Alles gut. Design 6 bis 7 von 10. Ich hätte jetzt hier, wie gesagt, nicht so ultra groß Fortnite drauf gemacht. Aber ist okay. Ist okay. Okay, Leute. Wir kommen zum letzten. Wir kommen jetzt zum letzten Paket. So. Farfetch, Leute. Und hier muss ich auch sagen, habe ich mich voll drüber gefreut. Über das Paket. So, wir packen das hier mal aus. Leute, und zwar den Pulli habe ich richtig krass gefeiert. Bam. Bam, Leute. Shit. Ihr könnt schon sehen, Prada. Prada Pullover. Schön für den Herbst jetzt hier mit dem Prada-Logo hier so auf entspannt. Davon habe ich auch das Shirt. Also ich habe auch ein schwarzes Shirt, was auch hier so quasi diese Brusttasche hier hat mit dem Logo. Und davon habe ich mir jetzt hier so einen dünnen Pullover geholt. Der ist, also seht schon, ist relativ dünn. So ein Strickpulli mit diesem Prada-Logo drauf. Finde ich sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Muss ich mal anprobieren. Aber ich denke mal, ich denke, der müsste passen. Ey, der sieht richtig krass aus, der Pulli. Holy moly. Damit sehe ich mich. Schön die Iced Out Icramics Chain hier drauf. Oh, geil. Das wird krass aussehen. Das wird krass aussehen, Leute. Nee, also ich bin zufrieden. Fashion Pack Opening, Ausbeute. Live-Chat, seid ehrlich, wie findet ihr die Ausbeute? Sneaker, Balenciaga-Shirt und Prada-Pulli. Ich bin zufrieden. Ich finde alles geil. Passt alles. Hat alles gepasst. Bin mit allem zufrieden. Alles super geworden. Geil, oder?